Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero HD Remaster. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bitte nicht wundern, warum ich jetzt wieder hier stehe. Ja, ich habe mich jetzt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, noch ein bisschen umgeschaut bezüglich der dritten Tür und ich bin echt ein Vollhonk, wenn ich das so zugeben darf. Wo ist denn Rebecca? Achso, die ist wahrscheinlich festgebackt. Tja, wir haben nämlich wirklich eine Tür übersehen und sie ist zwar leider Gottes nicht so relevant, aber... ja, es ist quasi hier die Eingangstür. Und die schauen wir uns jetzt an, bevor wir nochmal nach unten gehen zu den Affen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach hier nochmal neu angefangen. Wir können ja die Cutscene dann noch quasi cutten. Das ist mir sogar lieber. Wir müssen halt die Aufgabe nochmal machen, aber das schaffe ich eh. Was ist hier? Ein stabiles Drahtgitter. Trotz seines Alters ist es gut in Schuss. Okay, okay. Kein Kommentar. So, was ist hier noch alles? Ja, man müsste eigentlich meinen, ich wüsste das alles noch, aber tatsächlich habe ich sehr viel vergessen. Die Brücke ist in der Mitte zusammengebrochen. Jenseits des Abgrunds ist es stockfinster. Okay. Ja, warum auch nicht, ne? So. Ist das ein Lift oder was soll das sein? Schaut so aus. Okay, und was ist hier? Keine Reaktion. Die Stromzufuhr scheint unterbrochen. Wieder eine Batteriegeschichte, ne? Okay, ein seltsames Drahtgitter. Okay, dasselbe wie vorher. Also hier können wir wortwörtlich eigentlich blöd gesagt noch nichts machen, oder? Können wir hier raufsteigen irgendwo? Nee, auch nichts. Scheiße. Ja, dann müssen wir eh wohl oder übel jetzt zu diesen Spinnies wieder runter. Ich habe es damals schon erwähnt und erwähne es immer wieder. Ich liebe ja solche exotischen Tiere wie Spinnen, Schlangen und sowas. Ich habe zwar selber keine, aber trotzdem liebe ich diese Tiere einfach. Sind nicht so üblich wie jetzt Katzen oder Hunde. Und das macht sie ja so toll, finde ich jetzt. So. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das... Hoppala. Nein, nein, Rebecca, komm. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Nein, sie ist vergiftet. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass sie mir stirbt. Ja, ich habe nämlich kein blaues Kraut dabei. Daran habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Rebecca? Ja, ich muss immer ein bisschen warten, ihr wisst ja warum. Ja, super, ihr wisst, was Gift bedeutet. Ja, dass sie quasi im Laufe der nächsten Sekunden und Minuten immer schwächer wird auf... Ah, da ist sogar ein blaues... Hä? Daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, obwohl das erst ein paar Stunden her ist. Ja, das verwenden wir natürlich gleich. Ja, ist egal, kombinieren wir es und geben wir ihr das Superkraut, weil... es ist eh egal, da ist eher ein grünes Kraut, das... geben wir mal Billy, würde ich sagen, weil er ist ja auch schon auf Warnung und nachdem es Rebecca jetzt wieder vollständig geheilt gut geht, nehmen wir das mit ihm. So, da ist eine Schreibmaschine. Also die Notiz habe ich eben im letzten Part noch gelesen. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, deswegen drücke ich das gleich weg. Und, Moment, ja. Ja, ich bin echt gespannt, wie das jetzt noch abgeht. Wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr alles. Ja, ich weiß, wir müssen Rebecca darüber hieven. Das werden wir auch machen, ja. Ja, ich schneide das wie gesagt raus, beziehungsweise ich cutte das immer weg. Die Folterkammer hier, ja, das muss ich alles canceln, weil das habe ich ja schon gelesen. Ich hoffe, ich bringe das Rätsel jetzt doch mal hin. Ich meine, wir haben es im letzten Part auch schon ganz gut hingekriegt, aber wer weiß, ob ich das zweite Mal auch wieder so gut hinkriege. Ich glaube, es war auf. Auf. Ab. Und nochmal zweimal auf. Dann dürften wir eigentlich die 70 haben. Sorry, das war gerade mein Stoppuhr-Handy. Ja, der Akku ist schon wieder fast am Erlöschen. Jawohl. Ich sage ja, sowas vergisst man irgendwie nicht. Zumindest nicht in diesem Fall, wenn man es eh schon mehrere Male gespielt hat. Und das ist auch abgeschaltet, soweit ich jetzt mitgekriegt habe. Cool. Ja, das tue ich weg. It just doesn't make sense. Ich weiß nur absolut nicht, wo jetzt Rebecca ist, ganz ehrlich. Also, Kelleranlage, Schreibmaschine. Ja, tatsächlich kann ich nämlich genau das,
Also genau das kann ich nämlich leider Gottes tatsächlich vergeigen. Aber die Tür ist jetzt... Irgendeine Tür ist ja offen. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Stress. Ja, dieser blöde Affe, muss ich schon sagen, der verfolgt mich jetzt, aber den ignorieren wir jetzt gerade mal. Ja. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt einfach diesen einen Raum betreten können, den wir jetzt gerade... Also den hier. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil der war ja bis vorher noch abgeschlossen. Ah, ein Haufen Muni. Wow. Nee, ich will jetzt zuerst einmal Rebecca retten, weil das ist tatsächlich ein Timer. Ich weiß nicht, ob man das vergeigen kann. Habe ich noch nie, aber... Oh, 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 oh. Unten erblicken Sie Rebecca. Sie sah aus, würde sie jeden Moment fallen. Retten Sie sie, bevor es zu... Ja, ich... Eigentlich... Ja, wie komme ich dann dahin? Ich meine, ich dachte, das wäre schon in diesem Raum. Ja, wir können das tatsächlich vergeigen, Leute. Und wenn wir das vergeigen, oder wenn ich das vergeige... Hoppala, was... Jawohl, das habe ich auch noch. Ein fester Schritt. Cool. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich... Nein, 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 nein. Verpiss dich. Ja, jetzt sind wir auf kritisch. Jetzt muss ich zumindest... Was habe ich denn mit dem Erste-Hilfe-Spray? Ach so, das habe ich ja... Ja, ich habe das Erste-Hilfe-Spray irgendwo abgelegt. Ich weiß zwar nicht mehr genau wo, aber... Scheiße. Ja, daran habe ich jetzt auch nicht wirklich gedacht. Nein! Noch immer Warnung. Okay, die Spinnen machen Gott sei Dank jetzt in dem Sinne nicht so einen gravierenden Schaden. Ja, aber wo... Wo muss ich dann Rebecca retten? Wo ist sie? Nein! Verpiss dich, du... Ja, falls wir jetzt hier sterben... Ja, ich muss trotzdem nochmal da rein. Hilft nichts. Scheiße. Ja, nur wie? Wo ist sie eigentlich? Wo geht... Also ich kann jetzt hier mehr oder weniger... Nein! 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 Ja, ich hab's mir gedacht, Leute. Ganz ehrlich, ich wusste es, dass wir hier sterben. Tut mir leid. Ja, ich nehme das jetzt mit in den Part, weil ich habe jetzt keinen Bock, das zu cutten. Ganz ehrlich, ihr wisst eh, oder soll ich das mal eben schneiden? Ja, ich bin gerade etwas genervt, weil... Ja, ich wollte eigentlich vor dem Part, muss ich ehrlich sagen, nochmal schauen, wo jetzt Rebecca genau ist. Ja, genau, hier waren wir, hier habe ich das letzte Mal gespeichert. Oh Mann. Ja, das war echt kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ich eh mit Billy zurzeit ohne Pistole besser dran bin, legen wir auch die Pistole hier mal ab. Ja, ich gebe zu, ich... Da ich eben im fortgeschrittenen... Also, auf normal spiele... Ja, wie gesagt, in der GameCube und in der Wii-Version heißt das eigentlich fortgeschritten und nicht normal. Ich bin es nicht gewohnt, auf diesem Schwierigkeitsgrad zu spielen. Deswegen müsst ihr mir etwas nachsehen, dass ich etwas... vorsichtiger sein muss mit den beiden, weil sie halt weniger aushalten und weniger Munition da ist. Aber wir machen zuerst, ja, wir machen zuerst das mit dem, wie heißt das nochmal, mit der einen Statue. Da weiß ich ja Gott sei Dank noch, wo die ist. Wie gesagt, das war jetzt kein, muss man schon dazu sagen, kein allzu großer, Umweg. Immerhin haben wir gesehen, muss ich schon der Ehrlichkeit halber sagen, was heißt gesehen? Wir wissen jetzt, also ich weiß noch immer nicht, wo Rebecca genau ist, das wird ja nicht angezeigt in dem Sinne. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr schießen, Billy. Ja, jetzt schießt er, weil ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, wenn ich sage, ja, wir tauschen das mal. Ach so. Wieso geht das jetzt nicht? Hä? Ich will... Ja, ich will mit ihr wieder die weiße Statue, damit wir das direkt oben dann kombinieren können. Ja, die Granatwerfermunition holen wir uns dann. Ja, heute war ehrlich gesagt kein guter Tag. Deswegen bin ich auch generell etwas genervt. Ich nehme normalerweise nicht gerne auf, wenn ich genervt bin. Aber... Warum auch nicht? Ich versuche es nicht so sehr zu zeigen, sagen wir es mal so. Untersuchen, ja. Sorry, wenn ich das jetzt wieder mitnehme. Aber ich habe da gerade überhaupt keinen Bock drauf, das extra rauszucutten.
Ihr wisst ja, das dauert ja in der Regel nicht so lange. Sehr gut, erste Statue. So. Und ich glaube nämlich, dass wir die schwarze Statue ohnehin bei Ding haben. Moment. Ach so, nee, passt schon. Ja, ich finde das nämlich so komisch, ihr habt das eh schon mitgekriegt. Während ich jetzt mit Billy zum Beispiel schieße, schießt Rebecca oft nicht. Wenn ich jetzt aber auf Rebecca umswitche und mit ihr schieße, schießt Billy auch. Entweder liegt das an der KI oder ist das Spiel einfach so eingestellt, wenn Billy schießt, dass Rebecca nicht schießen muss. Keine Ahnung. In den anderen Raum müssen wir eh nicht. Gott sei Dank sparen wir uns wieder einen Weg. Ihr seht ja, das haben wir ja gleich gemacht, also... Das dauert jetzt vielleicht 2 Minuten oder so. Obwohl ja jedes Mal der Code ein bisschen anders ist, wenn ich das Spiel ausschalte. Das ist ja, das macht ja das Spiel aus eigentlich. So, hier gleich mal die Diskette und fertig. So, kennen wir alles. OA. Also 0A, besser gesagt. Es gibt ja kein O. 0A. So. Kein Eingabegerät. Ja. So. Okay. Das, der Nuller ist nämlich... Ja, okay, ich schaue nochmal in den Akten nach. Ich bin mir da jetzt nämlich nicht mehr ganz sicher. Ja, genau, Null ist links oben. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt mit Billy hier stehen bleiben. Und Rebecca wird jetzt zum A hochlaufen. So, das müsste jetzt hier sein. 0A. Mhm. Drück drauf, Billy. Sehr gut. Und jetzt Rebecca. Jawohl. Ja, das können wir... Gott sei Dank, also in der GameCube... Also tatsächlich kann man das in der GameCube und in der Wii-Version nicht wegschneiden. Also sprich... Moment. Soll ich jetzt gleich die... Ja, ich gebe jetzt mal eben die Munition an Rebecca weiter. Sie hätte den Granatwerfer. Was? Achso, ja, bei der Munition muss man ja immer... Ja, ihr seht es eh. Deswegen nehmen wir gleich mal die schwarze Statue mit. Ersparen wir uns den Lauf hier hinten hin. Ich muss sowieso hier hinten hin, von dem abgesehen, aber... Ja. Trotzdem bin ich jetzt am Überlegen, wo müssen wir Rebecca nachher retten, wenn sie dann da hängt. Ich meine, sie muss eher eine unglaubliche Kraft haben. Ich meine... Ich will jetzt nichts gegen Frauen sagen, aber sie ist eh so zierlich. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich verstehe es nicht, Leute. Nein, jetzt brauchst du auch nicht mehr schießen, Billy. Nee, das habe ich jetzt bewusst so gemacht, dass Billy eher im Abseits steht, damit er eben nicht schießt. So. Das war hier, glaube ich, ne? Oder? Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das war das Schachspiel. Ja, ich weiß es Gott sei Dank noch. Ja, das... Ach so, ich... Ja, ich kann das Schachspiel jetzt ja lösen. Ohne, dass wir das erst durchlesen. Ich hatte das echt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, schwerer, also nicht schwerer in dem Sinne, aber ich dachte, wir müssten mehr als eine Figur bewegen. Und nein, das hat nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, das ist wirklich so, das ist Rätsel. So, Schachmatt. Hoppala, das kann ich jetzt nicht überspringen. Ja, weil das keine direkte Cutscene ist, sondern einfach nur so eine hineingerenderte Szene, kann man so sagen. So. Das Buch des Bösen. Mhm. Und ja, ich habe das absichtlich im Vorhinein gesagt. Ja, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Ich glaube, das hatten wir schon durchgelesen. So. Ich sage ja, das ist ein Aufwand von 2 bis 4 Minuten. Ich glaube, das können wir noch verschmerzen. Ja, aber ihr müsst bedenken, diese ganze Schneiderei, das dauert auch wieder... Okay, ich will jetzt nicht sagen Stunden, aber es kann schon nerven, ganz ehrlich. So, mit Rebecca holen wir uns jetzt mal die Pistol-Muni. Ich finde es ja cool, dass er jedes Mal nickt, wenn wir auf sie rüber switchen. So. Eigentlich könnten wir uns jetzt mit Billy wieder die Pistole holen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Nee. So, jetzt haben wir beide. Ich weiß gar nicht, ob wir in dem anderen Raum schon
Der andere Raum. Da ist ja auch, glaube ich, was drinnen. Ja, wie gesagt, die Kameraführung haut mir da manchmal einen Strich durch die Rechnung. Auch mit dem Controller, das ist so eine Sache. Er ist deutlich kleiner als der Xbox 360 Controller, den ich hier hatte. Hoppala, Moment, Moment. Ich deaktiviere jetzt einfach mal Billy. Also er braucht jetzt nichts. Er braucht jetzt nicht mitschießen, weil wir müssen die Munition etwas sparen. Ja, wir schaffen das auch mit Rebecca alleine. Nein! Verpiss dich doch, du! Achso, der eine ist schon down. Alles klar. Nein! Nein! Ist der jetzt schon tot? Ja, okay, beide sind noch immer auf Warnung. Achso, der ist tot. Alles klar. Ja, dann nehmen wir mal das erste Hilfespray mit. Dieses Objekt können Sie jetzt nicht tragen. Wieso nicht? Hä? Wieso steht dann da? Wollen Sie es? Ich check's gerade nicht, ganz ehrlich. Ja, dann nehmen wir es halt mit Billy. Brauchen werden wir es leider. Medikamente, ja, die interessiert jetzt gerade keinen. Ja, ich brauch's wahrscheinlich nachher. Wie gesagt, ich benutze es ungerne, weil... Ihr habt es eh schon mitbekommen, warum. So, jetzt können wir das Rätsel endlich lösen. Ich bin gerade von mir selber genervt, dass ich das jetzt extra in diesem Part noch verwurste, weil es jetzt doch gute 5 Minuten eingenommen hat. Aber ich glaube, ihr versteht, wenn ich sage, ich habe einfach keinen Bock, das die ganze Zeit rauszuschneiden. Obwohl dann die Schneide... Ihr müsst bedenken, ich muss es ja trotzdem spielen. Und das dann jedes Mal rauszuschneiden, das kann mit der Zeit nerven. Deswegen, das war jetzt das letzte Mal, dass ich das drinnen gelassen habe. Falls ich jetzt nochmal sterbe wegen irgendwas, dann schneide ich das wirklich endgültig raus. Mhm. So. Und fertig. Okay, das konnte ich jetzt komischerweise wegdrücken. Ja, ich müsste mich normalerweise jetzt erkundigen, mehr oder weniger, wo muss ich jetzt Rebecca retten? Vielleicht sehen wir es ja wirklich auf der Karte. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt eben nicht gesehen, was mich persönlich etwas, muss ich schon sagen, irritiert hat. Nicht schießen, Rebecca! 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 Nein, jetzt bin ich angeschissen. Oder? Ja, gut, ich bin auf kritisch. Scheiß drauf. Spray. Nein! Ach, nur Warnung. Okay. Übrigens gibt es da auch eben dieses gelbe, schrägstrich orange und eben das rote. Das rote Warnung ist dann schon fast kritisch. Wobei ich das glaube, ich weiß gar nicht, ob es das in diesem Grad überhaupt gibt. Ja, nimm doch das Dokument, ey. Mhm. Blaues Kraut und grünes Kraut. Ja, das Problem ist... Moment. Ja, das soll jetzt sie mal eben nehmen und gleich kombinieren, weil sie braucht es wahrscheinlich dringender als ich, beziehungsweise als Billy. Mhm. Sehr gut. Und jetzt wieder mit Billy da durch. Ja, wie gesagt, ich cutte das wieder alles raus, also... Gott sei Dank kann man diese ganzen Cutscenes überspringen, weil sonst wäre das Ganze ja total für den Arsch. Mhm. Okay, das kann man jetzt nicht überspringen, weil das keine direkte Cutscene ist. Das kennen wir ja noch. Mhm. Man muss übrigens dieses Dokument nicht unbedingt aufheben, um das aktivieren zu können. Nee, muss man nicht. So. Wieder von vorne. Ich frage mich trotzdem, wo ich dann Rebecca finde, ganz ehrlich. Ich bin da absolut ratlos gerade. Geben die übrigens immer gleich viel ab? Ich schätze schon. Nein, 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 nein. Ja, ich habe mich verdrückt. Einmal habe ich mich verdrückt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe es gemerkt. Weil ich mich einmal verdrücke. Auf... Ab. Auf.
Warum er beim zweiten Mal übrigens deutlich weiter rauf geht, verstehe ich irgendwie nicht, aber egal. Spielt keine Rolle. Hauptsache, wir haben es geschafft. Ich muss aber nicht mit Billy jetzt extra ganz zurück, um da hinten hinzukommen, oder? Ich meine, möglich wäre es ja, ganz ehrlich. Ja, tatsächlich, es wäre möglich, dass wir jetzt wirklich, Kelleranlage. Wir haben da noch keine Karte in dem Sinne. Ja. Es könnte tatsächlich sein, dass wir da jetzt einfach runter müssen. Aber wo war denn der Keller nochmal? Ich glaube, da haben wir noch einen Weg, ganz ehrlich. Ja, den Affen ignoriere ich mal nebenbei bemerkt. Sorry, aber ich habe dafür jetzt einfach keinen Ding. Wir haben ja nur eine gewisse Zeit. Nein! Okay, ich bin noch immer gesund. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir jetzt geheilt, Leute. Ah! Scheiße. Die können übrigens auch mit einem normalen Angriff vergiften. Also nicht unbedingt ihr Gift versprühen. Aber ich habe schon so eine Ahnung, wo das jetzt eventuell sein könnte. Aber die Musik finde ich so richtig gut, so richtig dramatisch passend. Also, oder umgekehrt, passend dramatisch. Ja, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Weil... Soll ich den... Ja. Oi, ich wusste ja, dass der auch mal aufsteht. Ja, nein, 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 verpiss dich. Sorry für den Ausdruck, aber ist doch wahr. Wenn mich nicht alles täuscht, ist nämlich der Keller hier irgendwo. Ja, ich hatte es doch noch im Kopf. Super. Und grüne Kräuter. Ja, zuerst Rebecca. Zuerst Rebecca. Ja. Alles für die Frau. Die Frau hat jetzt Priorität. Wie auch sonst in meinem Leben. So. Ich hoffe, ihr geht's gut und sie hält noch durch. Nein! Ja, den musste ich jetzt, glaube ich, erschießen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir haben Gott sei Dank Munition gespart, sodass wir... Beide... Nein! Was zum... Aua! Okay, ja, ich habe jetzt extreme Schwierigkeiten, Leute. Scheiße. Ich bin auf Warnung. Egal, wir nehmen... wir waren schon fast auf kritisch. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, Leute. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Also zumindest jetzt gerade nicht. Ui, Spinni. Nein, nicht schon wieder Spinni. Oh Mann, wo komme ich hier hin? Oh Mann. Ganz ehrlich. Okay, nee, hier glaube ich bin ich falsch. Hoppala. Wo bin ich denn hier gelandet? Ja, ich war definitiv... Oder ich bin definitiv... Ja, ich will dich ja retten, Süße. Ja, falls ich das jetzt nicht schaffe... Ja, dann muss es rein theoretisch diese Tür sein. Uiuiui. Bah. Du verpiss dich auch, du Vieh. Ja. Sieht aus wie Abwasser aus dem Berg, das Wasser. Was zum... Schrankschlüssel. Ich brauche jetzt keinen Schrankschlüssel, ich will Rebecca retten.
Okay, gibt es noch eine? Okay, ja. Jetzt bin ich etwas in Panik, Leute, ganz ehrlich. Ich habe das immer auf Anhieb geschafft. Fuck. Sorry, aber... Ja, das sind die Bürden, die man mit sich trägt, wenn man jemanden retten muss. Und ich befürchte, dass mir Rebecca in der Zwischenzeit... Nein! Ich befürchte, dass mir Rebecca jetzt stirbt.